Okay. Hier oben ist einer. Ja, hier. Oh, hallo. Komm, die lassen wir mal. Ui. Ui. Na, ja, also ich meine ja nur, also. Ja, lebt die noch? Hat wahrscheinlich noch gelebt. Leck mich am Arsch, ey. Das war gemein, oder? Oh, da hinten. Ja. Ich glaube, da hat jemand auf uns abgesehen. Den müssen wir töten. Ich glaube, wir haben gerade seine Olle ermordet. Und jetzt auch noch ihn. So ein Pech aber auch. Heute ist wirklich nicht sein Tag. Kommen wir hier irgendwo eigentlich in den Untergrund? Ich meine ja nur, weil hier unten... Weil hier Warkas Gemälde und alles angezeigt wird. So, wir gehen als nächstes hier rüber. Aber da kommen wir wahrscheinlich später sowieso noch rein. So. Drängen wir den mal kurz ein Stückchen ab. Aber nur ein Stückchen. Nicht viel. Mal gucken, ob ich das auch ins Thumbnail packen kann oder ob das gleich... Ob das irgendeinen Strike oder sowas gibt. Bin ich mal gespannt. No risk, no fun. Das ist mein Motto. So. Ich muss mir jetzt auch hier wieder alles im Weg stehen. Aber wirklich, ey. Wow. Müssen wir hier umdrehen? Das hätten sie uns auch früher sagen können. So, hier rüber. Und da vorne, da können wir ein Rennen machen, ein Straßenrennen. Aber ich war noch nie gut in Rennen fahren, ganz ehrlich. So, ich parke mal ganz kurz hier an der Ecke. Da haben wir gleich wieder, zwei Aufträge. In unmittelbarer Nähe. Unmittelbarer Nähe. So, was ist das? Re-elect State Senator Jacobs. So. Eigentlich können wir ja schon abhauen. Aber ich will noch das Cash einsacken. So, und dann schnell hier rüber flitzen. So, da haben wir auch gleich noch hier vorne eine Sicherung. Die nehmen wir selbstverständlich auch noch mit. Versteht sich ja von selbst. So, wie kommen wir hier rein? Da vorne haben wir nichts. So. Fehlt nur noch er hier. Haben wir jetzt wieder... Wir haben jetzt wieder keinen einzigen Schuss abbekommen, oder? Oh Mann. Ja, wer kann, der kann, ne? So. Irgendein verrückter Penner namens Philly kommt immer hierher und schlabbert die Mädels ab. Ich weiß, er hat Geld, aber du musst Mr.
Robbie Shaw sagen, dass er dafür sorgen soll, dass Philly im Bordell bleibt. Ich habe keine Zeit, mich um diesen Mist zu kümmern. So, okay. Haben wir da auch noch ein bisschen Geld mitgenommen? So, jetzt muss ich gleich niesen. Ah. Moment. Ah, okay. Ah, so. Ja, gut zu wissen, ne? My sister's got a divorce. Jo. Schalten wir noch den hier aus. Erledige Handsome Harrys Vollstrecker. So, ja, komm, wir fahren einfach hier durch. What? Ernsthaft? Ah, das hier kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hier waren wir doch vor ein paar Folgen schon mal. Oder war das, wo ich offscreen irgendwas gemacht habe? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir hier, glaube ich, in den Hinterhof. Oder, ne, hier rein können wir natürlich nicht. Oh, hi. Na gut. Oh, shit. Die da oben, haben die schon irgendwas mitbekommen? Ah, fuck. Nope. Der hat jetzt noch keine gerufen, ne? Oh nein! Ah, komm, machen wir es doch einfach so. Jetzt spring hier rüber, dann machen wir das jetzt anders. Na, das kann ich genauso. Oh fuck, nein. Spritze. Haben wir einmal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Spritze, 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 Spritze. Danach! Oh, shit! Eieieiei! Leck mich doch am Arsch, ey! Das wäre ja fast nicht gut ausgegangen, aber wir haben jetzt keine Spritzen mehr. Egal, wir haben so viel Kohle gerade in der Tasche. Und noch auf der Bank. Oh, schöne Beleuchtung. Da können wir uns doch noch, da können wir uns da noch ein bisschen was kaufen. Ja, das ist ja irgendwie nicht so gut eingerichtet. Oh. Okay. Da machen wir noch ein bisschen was. Auf der Suche, wieso denn auf der Suche? Okay, French Ward. Hier sind anscheinend ganz schön viele Dinger, ich glaube. Aber bevor wir das hier machen, hole ich mir noch ein paar Spritzen. So, dann rufe ich mal hier den Waffenhändler. So, da kommt er doch schon. Erledige diese versauten VIPs. Oder VIPs. So, Schrotflintenpistolen, automatische Waffen. Ah ja, ich brauche hier eigentlich nur Munition auffüllen drücken, oder? Gewehre, Spezialwaffen. Spezialwaffen. Ah, ne.
Hier. Oh, Hartman. SM60. Leckt mich am Arsch. Das ist geiles. Hartman HLP, Hartman. Hartman der. Sprengstoff. Molly. Oh, das ist egal. C4. Ja, die verwenden wir sowieso nicht. Fahrzeugmods. So, 6 Stück. Komm, eine schusssichere Weste. Das war das. Lincoln-Verbesserung haben wir, glaube ich, jetzt auch alles. Ne? Ja. So, haben wir uns gleich mal eine Spritze gesetzt. Okay, die beiden sind hier drinnen. Oh, meine Nase läuft. Das ist doof, wenn man so eine Blütenstauballergie hat. So, okay. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich verdrück mich ständig. Okay. Ich gehe hier runter. Da war eine Sicherung. Und irgendwo da drüben auch noch. Oh cool, hier haben wir gleich ein Boot, das wir benutzen können. Das ist gut. So, okay, dann nehmen wir das Boot oder müssen wir... Ich glaube, die sind alle hier oben, oder? Täuscht mich das... Jo. Ich nehme mal kurz das Boot hier. Ach so, da. Ich dachte jetzt schon, was ist denn das da auf der Map? Wer verfolgt mich denn da? Dabei war das nur hier oben auf der Straße irgendwas. Ja gut, ich glaube... hier ist nicht viel zu machen. Wir können höchstens hier, glaube ich, wieder nach oben gehen. Aber sonst, hier unten ist wirklich nichts. Oder können wir hier hoch? Ist das ein Ausgang? Nee. Fuck! Ach, so ein Mist. Ja gut, dann müssen wir eben... Scheiße, dann müssen wir wieder zurückfahren. Okay. Alles klar. Aber ist ja sowieso nicht weit. So, nur hier rüber. Und dann hier wieder an Land. So, perfekt. Ja, das war irgendwie... ja. Unspektakulär, sehr unspektakulär. Hier können wir auch nicht raus. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier rein irgendwie. Auf der Suche. So, die beiden haben wir. Die machen sowieso nichts mehr hier. Wie viel haben wir denn hier drinnen? Okay, hier ist niemand. Aber wir haben hier ein Markersgemälde, wir haben hier einen Haufen Kohle. Und ich glaube, hier drüben ist einer. Jo, perfekt. Oh, kommt der hoch? Jupp, der kommt hoch. Ah. Ich reiß mir gleich die Nase runter, ey. Was zum Kotzen? So, haben wir hier irgendwas? Nee, müssen wir ein Stockwerk tiefer. Schade. Hier auch nichts. Ugh.
So, Kohle haben wir hier. Dann gehe ich mal hier rüber, genau. Jo. Perfekt. Ist hier noch was? Nee, hier drin ist nichts. Oh, ich muss schon wieder niesen. Oh, hier ist die, ey, die lebt doch nicht mehr. Stimmt. Oh. Jetzt kommt's mir, ey. Jetzt kommt's mir erst. Der hat gesagt, das sind kranke Bastarde, die auch Frauen gerne wehtun. Ja, und jetzt guckt euch das hier an. Alles blutverschmiert und ja. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Boah, wo mir das klar geworden ist, das hat mich gerade ein bisschen schockiert. So, da drüben haben wir noch einen. Hä? Yo. Yo. Was ist hier los? Okay. Was ist das denn für ein komischer? Was, hä? Jo, da unten haben wir noch einen. Wie schaut's hier aus? Nö, hier haben wir. Jetzt räumen, müssen wir eigentlich nur noch unten aufräumen. Dann sind wir durch. Ja, schusssichere Weste brauchen wir nicht. Wir haben noch keinen einzigen Hit einstecken müssen. Aber die Kohle schnappen wir uns noch. So. Alles klar. Ja, zum Glück hat die noch alle Körperteile dran. So wie ich mir das hier anschaue, ey. Das ist geil. Nein. So, wir haben hier doch noch irgendwo, oder? Haben wir die alle schon durch? Ja. Anscheinend. Na gut. Na dann. Ah. Da rennt noch ein Verirrter rum. So, haben wir den auch. Der macht nichts mehr. Oh, hier können wir nicht rüber. Aber hier. Das geht. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt hier rüber und machen die Mission. Rede mit Harold Corley. So, sicher, sicher. Alles klar. Und der hockt wahrscheinlich immer noch hier drinne. Genau. Annehmen! Sounds like Handsome Harry's a little agitated. Apparently even his clientele can't get their jollies while being shot at. Is he back at the Plowhouse? He prefers to call it on Beljardin after the flower shop it's attached to. But yeah, he's there. Probably wishing he had a titty crying too. You a sick motherfucker, Carly, but thanks for the help. Impression I get is that Handsome Harry. Konfrontiere Handsome Harry Robbie Shaw. I just never had the time for. Ja, da müssen wir wahrscheinlich genau wieder dahinter, wo wir gerade waren.
So. Aber gut, ich mache das ja gerne nochmal.